Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video im Rahmen der Restaurierung des Greyhound-Busses Silberseitz, Jahrgang 1948. Im letzten Video, in der Episode 11, konnten Sie mitverfolgen, wie wir die Originalsitze, 75-jährig, von Mährenschwand wieder zurückgebracht haben. Damit die Sitze im Bus installiert werden können, müssen sie grundlegend neu überholt werden. Das heißt, es braucht eine neue Aufpolsterung, das Sitzgestell muss aufgefrischt werden, die Technik des Liegesitzes muss ebenfalls revidiert werden. Zur Erinnerung, diese Sitze sind weltweit die ersten Liegesitze, die 1948 in einem Bus eingesetzt wurden. Also wir haben hier für uns eine absolute Rarität, die wir natürlich erhalten möchten. Beim heutigen Video geht es darum, festzuhalten, wie wir diese Sitzreihe jetzt einmal auseinandernehmen, die Bestandteile anschauen, damit wir sie später auch wieder zusammenkriegen. Let's go! Bevor wir mit den Zerlegungsarbeiten beginnen, wollen wir festhalten, wie die einzelnen Bestandteile festgemacht wurden, damit, wie vorhin erwähnt, wir diese dann auch wieder zusammenkriegen. Wir sehen hier den Teil, der es ermöglichte, aus einem Standardsitz eben einen Liegesitz zu machen. Sehen auch, wie das befestigt war. Hinter dem Sitz die Fußstütze, die auch zweistufig reguliert werden konnte, mit diesen beiden Pedalen hier. Auf dieser Seite ist die Mechanik des Liegesitzes versteckt. Wir sehen hier die Teile, mit denen die Sitze dann beim Bus fixiert werden. Die Hebel zur Einstellung des Liegesitzes. Die Seitenpolsterung. Und so sehen die gesamthaft aus. You don't think it was you, and I don't think it was me. Watched you leave. Got a one-way ticket headed northbound. I knew that meant you weren't coming back around. Just a boy from a small, small town that let a big city girl down. I remember that day so well. Well, it was February 12th, and it still hurts like hell. I'm bitter, can't you tell? We used to be so. You know I never felt so alone.
Nach rund vierstündiger Arbeit sehen wir hier das Resultat. Die eine Zweiersitzgruppe wurde komplett auseinandergenommen, inklusive der Mechanik der Liegesitze. Da sehen wir das Untergestell mit allen Schrauben, die wir abgenommen haben, so dass wir jetzt eine Ahnung haben, was es bedeutet, diese Sitzgruppen derart vorzubereiten, dass die Polsterei dann relativ effizient mit der Neuaufpolsterung starten kann.